Damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier bei Assetto Corsa Competition, einer weiteren Folge und einem neuen Rennwochenende hier aus Suzuka in Japan. Suzuka kennen wahrscheinlich die meisten, einer der bekanntesten Rennstrecken wohl hier auf diesen schönen Planeten. Die ersten drei Rennen sind absolviert, Mount Panorama Circuit. Ja, war so ein bisschen das, die kleine Einführung gewesen. Viele kleine Fehler. So sah es aber auch in WeatherTech Raceway in Laguna Seca aus. Hier und da ein paar kleine Probleme. Aber in Circuit des Spa-Francorchamps konnten wir so ein bisschen zeigen, was wir können mit dem ersten Rennen. Das erste Rennen, was wir auch gewonnen haben. Also in dem ersten Rennen haben wir unser allererstes Rennen jetzt hier in der Weltmeisterschaft gewonnen. Das zweite Rennen, ja, Taktik war da alles gewesen, Sachen Boxenstopp. Wir waren am Ende dritter Platz, glaube ich, gewesen. Es hätte uns auch gereicht und setzte Regen ein. Wir hatten so ein bisschen Probleme gehabt und wurden leider Gottes in der allerletzten Kurve vom Porsche abgeschossen. Das sieht man aber auch in den Aufnahmen der letzten Folge. Von daher, ja, bisschen doof gelaufen, jetzt hier in Suzuka, und wir gucken uns nochmal, bevor es ins Rennwochenende geht, nochmal die Rangliste an, und wir sind trotzdem nah dran, 88 Punkte haben bei die Porsche vorne, gefolgt vom nächsten Porsche mit 68 Punkten und wir im Aston Martin mit 68 Punkten, dennoch mal von R Motorsports im AMR V12 Vantage GT3 Aston Martin mit 51 Punkten, also es ist alles möglich, 25 Punkte gibt es für jeden Sieg, wir fahren also noch hier 4 Rennen, 100 Punkte sind noch maximal zu erreichen. Jede Menge drin. Natürlich immer ein Auge darauf werfen, was die Porsche machen. Und wir beginnen jetzt einfach mal hier mit den ersten beiden Training-Session auf Suzuka. Und wieder einmal bin ich auch gespannt, jetzt erstmal wieder hier zum ersten freien Training. Halli, hallo, Hallöchen. Wie ich denn hier in Suzuka klarkomme, also auf einer Rennstrecke, die ich schon in anderen Rennspielen gefahren habe. Gerade jetzt auch natürlich bei der F1-Serie von Codemasters. Aber hier bei Assetto Corsa, wo es doch ja in Simulationen geht und die Fahrzeuge nicht unterschiedlicher sein könnten, ob ich da genauso gut klarkomme, beziehungsweise, ich muss dazu sagen, die Strecke liegt mir nicht unbedingt. Die Strecke ist halt vor all dem charakteristisch sehr wichtig, die S's, die man nach der ersten oder nach den ersten langen Rechtskurven da sieht. Wenn man die nicht genug nimmt oder gut genug nimmt in einen gewissen Rhythmus, dann ist schon fast die ganze Runde hin, weil dieser Rhythmus baut sich auf durch die gesamte Strecke. Und da werden wahrscheinlich sehr viele Phasen sein, wo man wirklich gucken muss, dass man halt nicht über die Track Limits gerät. Und deshalb macht es halt auch ein bisschen spannend. Wir versuchen erstmal im ersten freien Training zu gucken, was geht, wo die Anbremspunkte sind. Höchstwahrscheinlich kann es sein, dass wir da keine richtig saubere gezeitete Runde fahren, die gezählt wird. Aber merken wir uns einfach die Zeit und nehmen das dann mit in Training Nummer 2. Ja, erstmal unsere Kameraperspektive hier. Und Zündung an. Aktiviert ist er. Die Boxeneinfahrt an sich wird auf alle Fälle wesentlich angenehmer und einfacher sein als auch auf den anderen Strecken. Hier geht es nur rein und raus. Ein bisschen sehr altertümlich. Also solche Streckenaufbauten finde ich persönlich nicht schlecht. So. Ich möchte auch mal ganz kurz mal einwerfen, bevor wir jetzt hier, ja, versuchen ein bisschen ernsthafter und schneller zu fahren. Habt ihr tendenziell Lust? Ich will ein kleines Vergleichsvideo machen. Ich habe jetzt hier so ein paar Rennspiele im Repertoire, die ich ja zurzeit spiele. Und ich würde gerne mal ein Vergleichsvideo machen, dass man so ein bisschen sieht, wie in das Lenkverhalten der einzelnen Spiele ist. Denn ich muss sagen, Assetto Corsa ist mitunter vom Lenken hier am angenehmsten, auch wenn es Simulation ist. Aber tatsächlich, hier muss ich nicht so sehr mit dem Lenkrad arbeiten, wie zum Beispiel F1 ist sehr nah gefolgt, auch sehr angenehm und smooth teilweise. Aber sowas wie Grid oder Wreckfest sind schon ziemlich heftig. Heftige Lenkeinschläge, gerade auch weil es ein bisschen mehr ins Arcadian geht und auch. Oh, balla! Wo ist denn hier nach rechts? Egal. Oder auch Bus-Simulator, wenn ich da vielleicht mal dürfte. Wollte ich mal so ein Vergleichsvideo sehen, welches Rennspiel sich voneinander unterscheidet. Das würde auf alle Fälle eine coole Sache sein. Hoppala! Jetzt versuchen wir uns aber trotzdem mal jetzt hier ein bisschen auf die Strecke zu konzentrieren. Also, die S's haben wir ja am Anfang schon gesehen. Da müssen wir auf alle Fälle unseren Rhythmus finden, gerade hier in der GT Series bei der Assetto Corsa. Gut, hier kann man gut einbremsen. Hier müssen wir natürlich mal gucken, die Track Limits.
Und jetzt hier schön rausbeschleunigen. Jetzt wird es sehr interessant. Der Linksklick da ganz oben. Gefährlich und schnell, wie man die hier nimmt. Ob nur lupfen oder auch anbremsen. Ich denke mal aber wahrscheinlich eher hier anbremsen. Oh, nee, da geht auf alle Fälle wesentlich mehr. Und dann später im Rennen fast die einzige Möglichkeit ist hier, hoppala, hier zu überholen. Oh, einmal hier rum und darum. Kann die Rennleitung auch nichts sagen. Ja, letzte Schikane vor Start ist hier die einzige Möglichkeit, wo man noch gut überholen kann. Hier wäre auch eine Möglichkeit, hier raus zu beschleunigen. Sonst hört es aber auch schon fast hier so ein bisschen auf. Oh, hier anbremsen. Lass mal hier ein bisschen laufen. Zweite rechts auch anbremsen. Müssen wir ein bisschen mehr auf die Bremse gehen? Okay. Jetzt hier die S's. Lassen wir mal lupfen, anbremsen. Motorbremse kommen lassen. Okay. Die SS geht hier tatsächlich bei Assetto Corsa ganz gut, weil man merkt schon, die Fahrzeuge sind wesentlich langsamer. Jetzt hier die langgezogene links. Könnte man wagen, mit fast voller Geschwindigkeit durchzufahren. Jetzt hier rein. Oh ja. Man merkt tatsächlich, wie nah eigentlich F1 von Codemasters dran ist, die Art und Weise da reinzufahren. Fährt man auch bei F1 rein. Die erste rechts, nämlich gerade eben, war auch. Man bremst eigentlich nur an und lässt dann die Motorbremse kommen. Die ist relativ schnell. Und bei der zweiten bremst man in der Kurve ein. Hier mit Vollgas hoch. Möglichkeit hier vielleicht noch zu überholen, gäbe es auch. Aber man bremst schon halb in die Kurve hier ein. Man kommt gerade aus der Kurve raus und bremst schon ab. Ah, nicht so gut. Die macht hier auch ganz doll zu. Boah, der Porsche ist aber wirklich jetzt sehr weit weg. Gucken jetzt hier durch den Linksklick da vorne ist er nämlich. Viel zu früh. Oh, Baller, man kommt da schon ordentlich raus. Rennen wir mal vielleicht ein bisschen früher. Weil die Schikane macht hier ordentlich zu. Hat so ein bisschen Niveau von der letzten Schikane bei Spa-Francorchamps. So, zwei. Fast eine 2.10. Also persönliche Bestzeit. Und jetzt hier in die Rechtskurve. Also die Doppelrechts werden hier immer enger, das merkt man. Okay, da kann man wirklich schön hineinlupfen. Also die Essen sind hier ziemlich unspektakulär. Spektakulärer würden dann halt schon solche Kurven hier sein. Ja, hier reinlupfen und dann Vollgas. Das ist möglich. Und jetzt hier die rechts. Da bremst man fast nur an und lässt jetzt die Motorbremse kommen. Man kann schon wieder aufs Gas drücken. Und hier geht man richtig in die Eisen. Spektakuläre Stelle tatsächlich, also spektakulärer als es die S's eigentlich sind. Ah, hier sind wir sehr spät dran. Ah, ja, ist wirklich eine Strecke. Viele Kurven, die in einer Kurve fast enden. Also wir bremsen in einer Kurve ein, um dann in eine Kurve einzulenken. Genauso wie hier. Kaum ist die Kurve hier die lange rechts vorbei, bremsen wir schon ein für die links. Kommen hier mal ein bisschen besser durch als noch in der ersten Runde, aber hier ein bisschen weit raus. Willst du mal so ein bisschen Schwung mitnehmen, aber ja. Alles auf alle Fälle noch ziemlich eckig und kanten, wie ich die Kurven hier fahre. Oh, wieder viel zu früh. Er muss hier wirklich noch den richtigen Punkt erwischen. Rein.
Gitarre wird, glaube ich, sogar ein bisschen schlechter, wa? Uiuiuiui. Wesentlich schlechter. Wie gesagt, hier versuchen ein bisschen reinzulupfen, dann können wir hier auf die Eisen gehen, kurz mal antippen. Ah, hier merkt man, was passiert, wenn man halt die Kurven nicht so gut erwischt. Das zieht sich durch die ganzen Kurvengeschlängel irgendwie. Ja, oh, bis hierhin rein sogar. Deswegen meinte ich, die S ist nicht gut erwischen, der Rhythmus ist raus. Ah, hier kommen wir auch weit raus. Ich weiß nicht, woran das tatsächlich liegt, dass man da wirklich aus dem Rhythmus draußen ist. Oh, hier hoch. Hier geht aber schon die Wolkendecke ordentlich zu da hoch. Sehr spät einbremsen, das ist super. Ja, ein bisschen engere Linie fahren, sehr schön. Sah ein bisschen besser aus und oben, ja, diesen Linkstick, den muss ich mal besser erwischen. Das ist natürlich das Problem oder das Negative an diesen Ideallinien. Zeigt dir sehr früh an, dass du auf die Bremse drücken sollst. Ein bisschen weit raus. Oh, 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 oh. Bisschen sehr spät hier. Aber gut, die Bremse ist jetzt mittlerweile warm. Kommt besser durch die Schikane. Ein bisschen das Heck verloren. Und Zeit könnten etwas besser werden. Nee. Uiuiui, nochmal eine Sekunde langsamer. Sehr gut, der erste Kurve hier. Halber Geschwindigkeit hier durch. Wir leicht anbremsen. Naja, den Scheitelpunkt ist nicht so schön erwischt. Zieht sich also quasi hier wieder rein. Kommen hier aber relativ gut durch. Oh, das Training ist auch schon vorbei. Hat man gereicht für zwei gezeichnete Runden. Kann sein, dass damit aber schon wieder die Runde gestrichen wurde. Müssen wir uns also quasi am Ende merken, wo wir denn die Zeit gesetzt haben. Aha. Wieder hier sehr spät. Ist auch eine schwierige Stelle, muss ich sagen. Oh, kann nach hinten losgehen. Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl, um ehrlich zu sein. Suchen wir mal jetzt hier weiter von außen jetzt nach innen hier reinzufahren. Ein bisschen spät das Anbremsen, ja, möglich hier. Ah, hier lasst aber nicht auf die Curbs raufkommen. Wagen noch gut aufgefangen. Aber da sind bestimmt noch fast 2 Sekunden drin tatsächlich. Oh, ho, 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 da kam man sehr weit raus. Jo, die Zeit wurde auf alle Fälle gestrichen. Aber gut durch die letzte Schikane gekommen. Oh, hoppala. Also entweder die Strecke ist jetzt so ein bisschen feucht. So, am Ende. Zwei. Nee. Gar nicht mal so verkehrt. 1,1 Sekunden und es geht noch wesentlich schneller hier. Also ich hab's ja gesagt, ich denke mal 2 Sekunden sind drin. Wir können hier eine 2,07 schon fahren. Das war auf alle Fälle noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen. Und ja, tatsächlich, es hat auch ein bisschen angefangen zu regnen. Also dann weiß man auch nicht genau, wer welche Zeiten wie gefahren ist. Ausbaufähig auf alle Fälle. Der Porsche, wahrscheinlich war es der Olsen gewesen, der mit uns gleichzeitig rausgekommen ist, war der Session Beste gewesen
Und in Sachen Aston Martin, ja, der M-Faxivir. Faxi, wir nennen einfach mal Faxi. Der Faxi, der ist auf Platz 3 im Aston Martin. Da müssen wir noch eine kleine Schippe drauflegen, aber ich sag mal so, erster Sektor, Bestzeit sogar tatsächlich mit unserer Runde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Absolute Bestzeit sogar mit 4 Zehntel Minimum. Zweiter Sektor, ja, ein bisschen Probleme, auch allein schon mit dieser Haarnadelkurve. Und der letzte Sektor, da verlieren wir jeweils ordentlich was an Zehntel, also alles ausbaufähig. Oh, und es regnet auch im Training Nummer 2. Mist aber auch. Setup. Elektronik, Kraftstoff, mechanischer Grip. Kann man hier auch die Reifen hier wechseln? Vorne, links, Rennfeder, Stoßdämpfer, Spoiler. Ich ändere wirklich nie was am Setup, wa? Ach, die Reifen. Die Reifen vorne, achso, ist glaube ich schon ein bisschen so angelehnt. Egal. Dann fahren wir einfach mal los. Wow, was habt ihr jetzt hier gemacht? Und los geht's. Müssen wir ein bisschen ranhalten, bis wir unsere 4 Runden hier wieder fahren können. Regenreifen optimal. Haben wir keine Regenreifen drauf? Jeff, was haben wir für Regenreifen? Oh, Mischung. Ach, wird schon irgendwie gehen. Er braucht Regenreifen, ich brauche keine Regenreifen. Oh, hoppala. Ich habe nichts gesagt. Ich hoffe mal, es wird aber dann irgendwann ein bisschen trockener. Wo kann ich denn die Regenreifen eigentlich wechseln? Haben wir irgendwie vielleicht irgendwie eine Art von Ansicht, dass wir wissen, wann es vielleicht mal wieder aufhört zu regnen? Was geht eigentlich? Ein bisschen erstaunt, dass wir wirklich in der ersten Trainingssession mit der ersten gezeigten Runde die Bestzeit, also unsere persönliche Bestzeit gefahren sind. Reifen werden kalt, man kennt das Spielchen. Hier, von den Cuts muss ich mich auf alle Fälle fernhalten. Aber, ich muss auch dazu sagen, war doch in der ersten Session nicht ganz so falsch von mir gewesen. Mir war schon so gewesen, dass es bestimmt ein bisschen feucht gerade auf der Strecke. Manche Kurven konnte ich nicht so nehmen, wie ich es hätte gerne nehmen wollen. Gerade auch hier die links. Das treibt uns sehr weit nach außen. Und dementsprechend, vielleicht konnten wir auch nicht die Zeiten fahren. Gerade in der letzten Runde, die war gar nicht so schlecht gewesen. Gehen wir mal auf die erste gezeitete Runde. Ich denke mal, eine Referenz zum ersten Training gibt es hier nicht. Oh, das ist aber eklig. Das ist irgendeine kleine doofe Bodenwelle. Die schiebt unser Auto komplett raus. Aber es passt. Suzuka, ja. Wer kennt es nicht? Halt immer mal wieder eine Möglichkeit für ein Regenrennen. Hier kommen wir sehr weit raus. Aber die Linie war gar nicht mal so verkehrt. So, ein bisschen Niedrigtourier hier fahren, bei feuchter Strecke. Oh, da sieht man mal, was eine Feuchtstrecke ausmacht, da kommen wir sehr weit raus. Hoppala! Vorsicht, Vorsicht! Ja, kannst du nur hoffen, dass irgendwann noch aufhört zu regnen hier. Hier hoch. Mag dieses Layout auf, wa? Also das ist ja unglaublich. Hoppala. Vorsicht. Gut, die Runde kannst du sowieso in die Tonne kloppen.
Will eigentlich mal irgendjemand... Hoppala. Ja, ja, nur leichter Schaden. Wo ist denn da jemand? Ah, da ist jemand uns rausgekommen. Wäre so viel langsamer jetzt da gewesen. Ich hätte mal gerne jemanden vor mir gehabt, tatsächlich, weil ich glaube, jetzt in der Trainingssession so richtig nach den Zeiten zu jagen, macht wenig Sinn. Mir geht es ja jetzt mal um so die optimalen Bedingungen in Sachen Trockenheit, die vielleicht herrschen könnten im Rennen oder so, im Qualifying. Aber, ja, mal schauen. Wenn wir hier wirklich Trockenreifen drauf haben sollten, fährt es gar nicht mal so verkehrt, um ehrlich zu sein. Kann aber auch sein, dass wir uns vorab schon die Regenreifen gegeben haben. Boah, gut, durch die Linkskurve hier. Man merkt schon, man muss wesentlich mehr einschlagen bei der Feuchtigkeit. Hier durch die Schikane. Und hier ist irgendeine Bodenwelle. Ja, nicht eine Bodenwelle, aber da kommt irgendwas, was den Wagen kurz mal aus der Balance bringt und da der Tech abhaut. Das ist ja wirklich kein einziges Auto. Ich sehe sowieso keine einzigen Autos, ganz merkwürdig. Oh. Hier durch die erste Kurve, sehr schön. Also hier ein bisschen mehr anbremsen, so schön. Ah, kommen wir gut durch die S's hier. Lieber ein bisschen sorgfältiger durch die Kurve fahren, ein bisschen mehr behutsam. Ah, hier kommen wir sehr gut rein. Auch hier, sehr schön. Jetzt so die Stelle, die hier am schlimmsten von allen ist. Gerade mit den GT-Fahrzeugen. Aber komm mal gut rein. Schön die Kurve hier eng genommen. Und jetzt hier die langgezogene rechts. Alles geht voll. Und da kommt auch langsam die Sonne raus. Das ist toll. Oh, hoppala. Können wir in der Kurve hier wirklich sehr, sehr spät einbremsen. Ja, die Sonne kommt raus. Cool. Jetzt die links normal, dann wäre eine super Runde tatsächlich. Ja, gut, sorgsam, behutsam. Wie in der ganzen Runde. Nicht schlecht, nicht verkehrt. Jetzt die letzte Schikane hier. Mal gut durch, ja. Wie gesagt, wird jetzt keine Zeit wie aus dem ersten Training sein, aber dafür ist sie auch feucht. 1 bzw. 2:12:5. Persönliche Bestzeit, okay. Ich dachte, vielleicht, da kommt da vielleicht irgendwas mit schnellste Bestzeit. Hier ein bisschen aggressiver zu fahren. Ja. Immer wieder ein bisschen die Lenkung aufmachen. Hier kann man auf alle Fälle ein bisschen mehr Zeit gut machen. Ja, aggressiver. Trotzdem sehr sauber hier durch. Jetzt kommt die Sonne raus. Ist das herrlich? Hier ein bisschen weit raus. Jetzt habe ich natürlich, wie groß die Track Limits hier sind. Die Kurve war schlecht. Wir haben bestimmt noch die Möglichkeit, 2 Runden haben wir noch hier vor uns, die ein bisschen aggressiver zu fahren. Ich denke mal, die Strecke trocknet nämlich jetzt so langsam ab.
2:11:05 sind wir in der ersten Runde gefahren. Ah, sehr gut hier durch die Kurve. Hoppala, ein bisschen spät. Sind wir noch in Ordnung? Am Ende 2:11:08. Sehr schön. Jetzt kann man ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Wenn es mal jetzt nicht schlimm enden sollte. Gut, durch die S ist sehr aggressiv, aber versucht sehr hochtourig immer zu fahren. Letzte Möglichkeit, hier noch eine gesettete Runde zu setzen. Oh, hier kann man sehr schön durch. Oh, zum Ende hin. Doch, die Strecke ist gut. Jetzt hier rein, wo wir spät reinbremsen können. Da können wir richtig viel Zeit gut machen. Ja, uiuiuiui. Ja, auf die Curbs und dann anbremsen. Das kennt man bei den fast allen Rennspielen irgendwie hier aus Suzuka. Trotzdem gut durchgekommen. Sehr viel am Wedeln hier am Lenkrad tatsächlich, aber okay. Ah, da ist wesentlich mehr drin, in diesen Linksknick, aber okay. Alles noch in Ordnung. Kommen wir gut in die Schikane. Zumindest wird es eine Runde, die nicht gestrichen wird bisher. Wo bleibt die Uhr stehen? 2:08:09. Schöne Zeit. Man muss aber, ein kleiner Wermutstropfen muss man wirklich sagen, keiner der unter den Daherfahrenden, die hinter uns sind, konnte wahrscheinlich diese optimale Zeit fahren, die wir gefahren sind. Nur mal so. Also wir warten mal ab. Es sind glaube ich noch nicht alle durch. Also nochmal zum Ende hin nochmal spannend werden. Zumindest sind da noch ein paar Zeiten, die so ein bisschen versetzt sind. Vielleicht begeben sie sich noch aktuell auf einer schnellen Runde. Also am Ende eine 2:08:09. Da sind wir mal 18. schneller gewesen als die Zeit aus dem ersten Trainingssession. Sehr gute Zeit, obwohl man sagen muss, im zweiten Sektor, der letzte Sektor war gut gewesen, da sind wir unter 29 Sekunden gefahren, wie die anderen auch im ersten Training. Aber der zweite Sektor, da sind wir keine Zeit gefahren unter 57. Die anderen waren da unter 57 gewesen. Wie gesagt, jetzt war alles ein bisschen feucht und nass gewesen, deshalb nicht aussagekräftig. Aber wir haben uns schon mal um knapp 18. verbessert, was sehr gut ist. Sprich, es kann knapp und eng werden für das Qualifying 1 und 2. Und da würde ich mal sagen, springen wir später dann dazu im nächsten Video. Bis dahin, ja, wünsche ich euch auf alle Fälle noch einen angenehmen Tag. Ja, stimmt, nicht zu vergessen, ein gesundes neues Jahr natürlich. Hier, 2021. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.